should let go. Der Beginn des Jahres ist für Saugroboter-Fans und uns in der Redaktion besonders spannend, weil die Top-Hersteller der Branche die heißen Modelle vorstellen, die man dann haben will, auch wenn man sie nicht unbedingt braucht. Heißt es diesmal wörtlich zu nehmen, denn das ist der brandneue DreamyBot L10S Pro Ultra Heat. Spekuliert ihr schon mal, was sich hinter dem Begriff Heat verbirgt? Es ist einiges zu tun, denn wir wollen nicht nur klarstellen, was das neue Modell kann, sondern auch die Frage klären, wie sich das neue Modell gegenüber dem Dreamy Flaggschiff L20 und dem Vorgänger L10S Ultra verhält. Große Fußstapfen, denn das sind zwei der erfolgreichsten Roboter im High-End-Bereich. Der Postbote hat uns diesen Karton gebracht. Darin ist eine Multistation, Ersatzzubehör, Reinigungswerkzeug, Fläschchen, Dreamy-Reiniger und die Pflichtlektüre aka Bedienungsanleitung. Ersteindruck ähnlich, die neue Version ist matter, die Station höher und die Wischpads unterscheiden sich. Studieren wir doch erstmal das Datenblatt, damit ihr im Bilde seid, was sich der Hersteller an Upgrades überlegt hat. Der Pro Ultra hat den 30% stärkeren 7000 Pascal Motor vom Dreamy Flaggschiff L20 erhalten. Dennoch darf man entspannt durchatmen, da der Vorgänger Dreamy L10S Ultra in unserem Saugtest perfekt gereinigt hat, im Ergebnis sogar besser als der L20. Dass die Station 2 cm höher ist, stört mich gar nicht, denn die Wassertanks haben knapp 50% mehr Kapazität und das nenne ich mal ein lukratives Tauschgeschäft. Auch der Staubbehälter der Absaugstation fasst 200 ml mehr und soll 75 anstatt 60 Tage reichen. Möglicherweise ist die Kompression des Staubes besser, wenn die Station selbst stärker absaugen sollte. Möglicherweise ist das aber auch nur Marketing. Toll finde ich die neue Schnellladefunktion, das Laden geht hier ruckzuck. Was macht er sonst noch anders oder besonders? Der Pro Ultra hat eine verbesserte Reinigungsmittelzugabe. Die Reinigungsmittelautomatik befindet sich nun nicht mehr zwischen den Wassertanks, sondern neben dem Staubbeutel entdeckt ihr einen Container. Beim Ultra-Modell gab es keine Nachfüllmöglichkeit. Hier schon, ergo ist man nicht mehr auf das Originalmittel angewiesen und kann den einen oder anderen Euro sparen. Der Pro Ultra Heat hat zudem eine besonders wertvolle und noch seltene Funktion erhalten. Das Modell kann wie der L20 Ultra ein Wischpad ausfahren, um die Kanten und die Ecken zu wischen. Das war das Top-Kaufargument für den L20 Ultra, mit dem Dreamy an Roborock vorbeigezogen ist. Wenn der L10 das jetzt aber kann, wirft das die Frage auf, inwieweit der Kauf des L20 dann noch Sinn macht. Nun, so praktisch die Funktion an den Kanten ist, habe ich die Feststellung gemacht, dass das bei den Ecken beim L20 einfach besser oder genauer funktioniert. Tief in die Ecken kommt der L10S Pro Ultra meiner Erfahrung mit den Wischpads nicht. Man kann an der Frequenz rumdoktern, wie oft das Wischpad ausfährt, wobei ich mit der hohen Frequenz am besten fahre, weil der KI-Modus bei den Kaffeeflecken hier am Rand meinte, dass das nicht unbedingt notwendig sei. Zum Wischen gleich mehr. Wo KI bzw. Sensoren sehr sinnvoll sind, ist bei der Teppicherkennung, denn da kann der Pro Ultra die rotierenden Wischlappen einfach anheben und zwar um 10,5 anstatt der vorherigen 7,5 mm. Ja, 3 mm sind ein Upgrade, das bei mittelfeurigen Teppichen den Unterschied machen kann. Dann zur Multistation. Die Aufgabe der Station ist das Absaugen des Staubbehälters, das Auswaschen der Wischpads und das Abpumpen der schmutzigen Plörre, die Betankung des Roboters mit Frischwasser und die automatische Reinigungsmittelzugabe. Nach der Selbstreinigung wird der L10S sogar trocken geföhnt. Welch ein Leben für einen Roboter. Euer Wartungsaufwand ist hier sehr begrenzt. Der Stationsboden kann ganz einfach rausgenommen werden, insbesondere gegenüber den Roborock-Konkurrenten S7 Maxi Ultra, S7 Ultra und der Roborock S8 Serie. Mit der großen Multistation punktet das Dreamy-Modell, weil die Konkurrenten einen erheblichen Reinigungsaufwand erfordern, ausgenommen die Corevo Serie. Die komfortable Dreamy-Station hat aber noch zwei Highlights. Highlight 1 ist die sehr seltene Heat-Funktion. Die Station kann Wasser erhitzen, um die Wischpads besser auszuwaschen. Heißes Wasser löst Fette aus Textilien, das bedeutet saubere Wischtücher und die können wiederum mehr Schmutz aufnehmen. Highlight 2 ist der automatische Wasseranschluss. Ja, ich wusste, der Tag würde kommen, an dem ich das selbst ausprobieren darf oder muss, wenn ich so an meine handwerklichen Fähigkeiten denke. Das machen wir in einem separaten Video, also abonniert gerne rein, wenn euch das interessiert. Der Vorteil ist schnell erklärt. Wer sich ein Wasseranschlusskit für etwa 200 Euro holt, kann den Pro Ultra an die Wasserleitung anschließen. Dann braucht ihr keine Wassertanks mehr befüllen oder entleeren, ähnlich wie bei einer Waschmaschine. Es erfordert etwas mehr Aufwand, wenn man nicht gerade den idealen freien Anschluss zur Hand hat. Über ein T-Stück kann als Wasserquelle die Leitung eines Waschbeckens genutzt werden. Das bekommt man hin. Der Wasserablauf erfolgt dann im Optimalfall in einen Bodenablauf. Zum Beispiel könnte man da sogar die Dusche benutzen. Da die Voraussetzung aber nicht bei jedem so einfach gegeben ist, erfordert es unter Umständen dann doch handwerkliches Geschick.
zum Beispiel eine Wandbohrung oder Adapter, um den Ablauf beim Waschbecken zu nutzen. Und man muss sich Gedanken über das Kabelmanagement und die Optik machen, aber es ist möglich und alles, was Zeit und Aufwand spart, wird sich mittelfristig auch durchsetzen. Zu dem Thema in Zukunft mehr. Beim Saugtest haben wir wieder standardmäßig Grobgut auf Teppich verteilt und der Roboter konnte 98,9% der Partikel aufnehmen. Das ist ein toller Wert verglichen mit dem L20 Ultra, der bei knapp über 95% lag. Der L10S Ultra hatte hier den Vogel abgeschossen und wirklich die perfekte Reinigung von 100% abgeliefert. Natürlich spielt die Varianz bei diesen Ergebnissen eine Rolle. Die Dreamy-Roboter arbeiten alle ziemlich gut auf Teppichen. Die Roboter sind in der 5., 6. Generation. Die Leistungskurve flacht einfach irgendwann ab, weil die so gut sind, dass das einfach kaum noch Unterschiede macht, weil die Roboter ja auch fast täglich fahren. Also, Fortschritte suche ich mittlerweile eher in anderen Bereichen. Beim Wischtest habe ich diesmal nicht nur eingetrockneten Kaffee verwendet, sondern auch Ketchup wie so ein Blöder einfach einige Minuten mit dem Föhn angetrocknet. Diese Aufgabe löst der L20 Ultra gut. Die Fugen zwischen den Fliesen bekommt kein einziger Saugwischroboter sauber, da muss man dann mit Dampf ran oder einer kleinen Zahnbürste, so wenn man Stunden Zeit hat. Kleinere Schlieren sind zunächst sichtbar, verschwinden dann aber nach dem Trocknen. Die Wischpads unterscheiden sich in ihrer Konsistenz. Beim Vorgänger waren die etwas dicker, das hat mir etwas mehr zugesagt, aber man hat dafür jetzt die bessere Lift-Mop-Funktion und die Kantenreinigung funktioniert gut, die hatte der L10S Ultra ja auch nicht, weil der kein ausfahrbares Wischpad hatte. Dann 3D-Tests und Navigation, also das ist eine Kategorie, die der L10S Pro Ultra hervorragend gemacht hat. Es ist so beeindruckend zu sehen, wie hier die kleine Benjamin-Blümchen-Figur und andere Gegenstände wie Duplo-Steine umkurvt oder dann ganz vorsichtig weggeschoben werden. Eine gute Zusammenarbeit aus 3D-Erkennung und Kamera, die fleißig Fotos von Hindernissen schießt, die man dann stolz mit seinen Freunden teilen kann. Dem fast unmöglichen Schnürsenkeltest ist der Roboter in diesem Test dennoch zum Opfer gefallen, wie so viele andere Roboterkameraden auch. Bei der Navigation kann man zum einen staunen, wie schön der Roboter an Kurven, an Hindernissen umfährt und dann auch präzise den Weg zum Ziel findet. Gleichzeitig gab es auch eine Situation, nachdem ich den 3D-Test vorbereitet habe, also überall Sachen verstreut habe, dass ihn das aus dem Konzept gebracht hat und er die gesamte Wohnung dann einmal per Stop-and-Go abgefahren ist und sich um die Achse gedreht hat, also alles nochmal präzise kartiert oder überprüft hat. Aber ich musste in den Prozess nicht eingreifen und die Aufgabe wurde dann fortgesetzt. Übrigens, der L10S Ultra hat auch eine geringere Bauhöhe gegenüber dem L20 Ultra. Leider werden die 9,7 cm nicht vollends genutzt, denn der Roboter vertraut auf empfindliche Sensorik. Weniger intelligente Modelle hätten die Kommode einfach abgetastet, ob die da drunter passen. Das war unsere Modell hier zu heikel, obwohl es funktioniert hätte. Man kann per App zwar die Hinderniserkennung für eine weniger sensible Reinigung ausstellen, aber da habe ich erstmal keine Unterschiede erkennen können. Insgesamt navigiert er sehr ordentlich. Schauen wir uns mal die App an. Ja, mir ist aufgefallen, dass Dreamy fleißig an der App gearbeitet hat. Neben den Basics habt ihr viele Möglichkeiten, auf das Verhalten des Roboters Einfluss zu nehmen. Ich nenne mal einige Beispiele. Ihr könnt 32 Wischstufen einstellen. Das ist so ein kleiner Seitenhieb gegen den Roboter Kurevo, der das mit irgendwie 30 Wischstufen geregelt hat. Völlig übertrieben, aber auch lustig. Und wir können einstellen, wie intensiv der Roboter die Selbstreinigung vornehmen soll. Also alle 10 bis 35 Quadratmeter oder nach Zeit zwischen 10 und 50 Minuten oder Raum für Raum die Wischpads reinigen. Besondere Features sind optional, also ob der Wischarm oder das heiße Wasser genutzt werden soll, bleibt euch überlassen. Wobei mir kein Grund einfällt, warum man diese praktischen Features ausstellen sollte. Es gibt viele Möglichkeiten bei den Einstellungen der Teppichreinigung. Teppiche können zuerst oder auch hinterher gereinigt werden, können komplett gemieden oder mit der Lift-Mop-Funktion gesaugt werden. Einen Teppich-Turbo-Modus gibt es ebenfalls. Die App ist so ein bisschen modulmäßig aufgebaut und das macht Sinn. Bei der Station könnt ihr die Frequenz einstellen, wie oft der Staubhälter abgesaugt wird, um eure Nerven durch Lärmbelastung zu schonen. Auch die Dauer der Wischpad-Trocknung und wie intensiv die Selbstreinigung erfolgen soll, liegt in eurer Hand. Wer mit den Einstellungen möglichst wenig zu tun haben will, der kann dem Clean Genius-Modus vertrauen und dann trifft der Roboter Entscheidungen anhand von Sensoren, zum Beispiel wie oft er sich wäscht und ob ein besonders verschmutzter Bereich der Wohnung ein zweites Mal gereinigt wird. Die Reinigungsrichtung könnt ihr festlegen, falls ihr Landhausdielen in einer bestimmten Richtung habt, damit die Ränder der Dielen mehr geschont werden, aber ich finde das schon übertrieben, aber ich glaube, wer viel Geld für so einen Boden ausgibt, der achtet da vielleicht sogar drauf, wer weiß. Es gibt eine 3D-Karte und es gibt eine Kamerafunktion. Ihr habt also Zugriff auf den Livestream der Kamera und könnt den Roboter als rollende Überwachungskamera durch das Haus steuern. Aber nicht nur das, sondern auch als Telefon lässt sich der kleine Kamerad hier nutzen, um euren Mitbewohnern oder auch Einbrechern einen Schrecken einzujagen, aber auch einfach mal kurz eine Sprachmeldung dazulassen, bin gleich wieder da, bla bla, der Hund, pipapo. Praktisch finde ich Kurzbefehle, zum Beispiel kann man einen Haustierbereich einzeichnen und dann ohne die App jetzt komplett zu öffnen, einen Klick
Wunschbereich reinigen, fertig. Ja, es ist eine sehr umfangreiche, fortschrittliche App, was bei einem so modernen Roboter mit dem Preis aber auch angemessen ist. Mir fällt nichts ein, was die App nicht kann, und die Handhabung ist besser geworden, die kann immer noch besser werden, aber die Richtung ist richtig gut. Fazit: Der neue Dreame L10S Pro Ultra ist ein cooler Saugrobotergenosse, der kann alles, was der L20 kann, und der hat zusätzliche Funktionen wie eine Heißwasser-Mopwäsche spendiert bekommen und eine unverbindliche Preisempfehlung von unter 1000 Euro. Für einen Roboter mit dieser Ausstattung ist das ein guter wettbewerbsstarker Preis, denn es gibt keinen anderen Roboter mit dieser Ausstattung. Natürlich wird sich das jetzt im Januar, Februar ändern und vielleicht sogar das ein oder andere neue Feature mitbringen. Ist er denn besser als der Vorgänger? Ja und nein. Ja, weil er mehr Upgrades bekommen hat, mehr Funktionen. Da ist er besser und konkurriert eher mit dem L20, auch bei den technischen Daten. Mehr Saugkraft, mehr Kapazität der Wischpunks. Höhe der Lift-Mop-Funktion ist besser und der ist komfortabler. Die Kantenreinigung macht das Modell durch den Wischarm effizienter als den L10S. In der Reinigungsleistung ist die Nummer nicht so klar. Von der Eckenreinigung bin ich enttäuscht und ich kann auch nicht nachvollziehen, warum es da überhaupt Abstriche gegenüber dem L20 gibt. Wäre schön, wenn Dreame da durch ein Software-Update noch ein bisschen nachbessern würde, würde ich den stark empfehlen. Dazu nutzt er die kompakten Abmessungen nicht so genau, wie ich das gerne hätte. Im Saugtest, Wischtest und der Objektvermeidung lief der Vorgänger aber richtig heiß. Da gab es herausragende Leistungen. Der Vorgänger ist halt einer unserer besten Roboter, die wir hier jemals getestet haben. Und ich komme zu folgendem Schluss: Der L10S Pro Ultra ist einer der modernsten und komfortabelsten Roboter. Im direkten Vergleich mit dem L20 bleibe ich erstmal beim L20, weil ich mit dem Modell nun schon 4 Monate lang richtig tolle Erfahrungen mache, und Erfahrungswerte sind das, was mir bei dem neuen Modell fehlen, wo ich noch so ein paar Fragezeichen habe. Gegenüber dem Vorgänger entscheide ich mich für das neue Modell, weil die Roboter sich so ähnlich sind und ich hier einfach die Vorteile alle mitnehmen möchte. Wenn ihr überlegt, vom Vorgänger auf das neue Modell abzugraden, dann würde ich sagen, sofern ihr keine Probleme mit dem Vorgänger habt, dann lohnt sich das Upgrade nicht. Es ist auch spannend zu sehen, wie sich jetzt der Preisunterschied zwischen dem L10S Ultra und dem Pro Ultra entwickeln wird. Ja, leider lese ich in Rezensionen immer noch von Nutzern, die beim Vorgänger von dem altbekannten Bug mit der schwachen oder fehlenden Wasserversorgung berichten. Falls ihr das Vorgängermodell habt, dann schreibt bitte mal in die Kommentare: Habt ihr Probleme mit dem Modell oder läuft da alles rund? Seid ihr zufrieden? Würde mich interessieren und viele andere Nutzer auch bei der Einschätzung. Ja, von den Saugrobotern anderer Hersteller wird es nicht viele Modelle geben, die auf diesem Niveau mithalten können. Roborock hat neue Modelle gelauncht. Der Kurevo-Nachfolger könnte in Frage kommen, den müssten wir hier eigentlich auch vergleichen. Es ist wieder gut möglich, dass sich Dreame und Roborock auch 2024 den Kuchen aufteilen, wenn es der sonstigen Konkurrenz nicht gelingt, dem Druck hier standzuhalten. Dreame hat ja bereits den L30 angekündigt. Der wird dann das neue, vermutlich deutlich teurere Dreame-Flaggschiff werden. Habt ihr Fragen, was habe ich vergessen? Ich mache mir gerne die Mühe, da nochmal drauf einzugehen, wenn ich die Zeit dafür aufbringen kann. Also, seid gesegnet, habt eine gute Woche. Bis dahin. Ciao.